Und da leider keine Glocke drauf machen. Können wir denn da oben drauf einplatzieren? Das macht natürlich keinen Sinn. Ich bin ein Trottel. Ich wollte gerade echt oben drauf noch eine Garage platzieren. In der Hoffnung, dass es hier einen Fahrstuhl gibt oder so. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Wahrscheinlich nicht viel. So, schnell, schnell weg. Feuerwehr, was? Ich habe nichts gemacht. So, was gibt es denn hier Schönes? Oh, ein tolles Gebäude. Zweiter Preiskategorie. Sehr schön, das entwickelt sich also auch alles weiter hier. Nur ist die Hoffnung, dass wir davon nicht zu viel kriegen. Oh, Abwasser macht schon wieder schwach. Warum eigentlich? Kapazitäten an Nachbarverkauf machen wir erstmal weg. Die brauchen wir alle für uns. Ich meine, wir haben natürlich keinen Nachbar, der so viel Scheiße redet wie wir und deswegen so viel Abwasserkanäle. Hier braucht Abwasserendrohre. Maximale Klärkapazität. Bringt das jetzt was, eine Kläranlage zu bauen? Welche zivilisierte Stadt entlädt ihren Müll auf einem Feld? Reinigen Sie das Abwasser mit dieser Kläranlage, bevor Sie es entsorgen. Wenn Sie nicht wollen, dass Abwasser nach außen tritt, sollen Sie außerdem auf die Kapazität achten. Ach so, oh, wenn hier voll ist, ne? Oh ja. Dann staut sich das zurück, so wie es jetzt gerade tut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Pause. Ach du Scheiße, wieso sind wir denn voll? Was mache ich denn jetzt? Ich kann doch jetzt nicht für 64.000 Kläranlage bauen, so viel Geld haben wir doch gar nicht. Können wir einen Kredit aufnehmen? Für 50 können wir aufnehmen, Kredit B auch 50. Ja komm ey, annehmen und annehmen. Und jetzt aber mal fix eine Kläranlage gebaut. Ist jetzt ein drastischer Schritt, ich weiß. Wie muss die denn Platz haben? So, ist vielleicht gar nicht schlecht. Wind steht weiter weg, aber das könnte echt die Grundstückspreise beeinflussen. Egal, müssen wir machen. Das ist jetzt hier das Gebiet für die Kläranlage. Und, ja, da müssen wir jetzt echt mal hoffen, dass jetzt hier die Kacke nicht weiter zurückfließt. Da kann er wieder absaugen. Und die Kläranlage hat auch noch nicht eingestellt. Aber ist schon in Betrieb anscheinend. Wir haben einen Überschuss von 75 Kilo pro Stunde. Kilo Scheiße quasi. Das heißt, wir können ein Rohr sogar eben mal abschalten hier, damit es nicht verbraucht, oder? Sparen wir da ein bisschen Kosten. Oder meine ich das nur? Nee, lassen wir mal lieber an, sonst verlieren wir da wieder den Überblick. So, was sagt er hier? In ihrer Kläranlage wird das Wasser gereinigt, bevor es zurück in die Umwelt gelangt. Das ist natürlich super. Gibt es zu viel Abwasser für die Tanks, muss es ohne vorherige Reinigung abgelassen werden. Und das ist scheiße. Fügen Sie weitere Tanks hinzu, um die Abwasserkapazität zu erhöhen. Aber die reicht bei uns deutlich aus. Wir können, glaube ich, echt hingehen und die Pumpen nach und nach entfernen hier. Möchten Sie mehr erfahren, wie Sie eine weitere Stadt beanspruchen können? Nee, danke. Jetzt erstmal nicht. Hoffentlich kommt er nochmal wieder, aber ich glaube, das wissen wir ja eigentlich. Ich bin auf einen langen Arbeitstag eingestellt. Ja, einen scheiß langen Arbeitstag im Klärwerk. Kannst du wohl mal eingestellt sein? Ach schön, ein Storch. Der kacke Storch. Das ist ja sehr schön. Und Maxis steht auf der Scheißfabrik. Witzig. Ist das Eigenironie oder ein Fehler? Wollten sie das gar nicht so? Ich weiß es nicht. Ist ja auch keine Scheißfabrik, muss man ganz ehrlich sagen. Das sind ja schöne Spiele, die so raushauen, auch wenn sie hier und da ihre Makel haben. Aber ich habe meinen Spaß, ich habe meine Freude daran. Ich meine, wir sind ja auch noch nicht irgendwie bei einer großen Stadt, deswegen weiß ich noch nicht, wie das alles so wird. Aber bis jetzt ist noch alles cool. Uff, ich fühle mich absolut krank. Und da brennt doch was. Oh oh. Da brennt was und da brennt was. Was sagen die Brände hier denn generell? Sorgen sie dafür, dass es weniger als fünf Brände gibt? Ja, ich glaube, die fünf Brände haben wir damit schon überschritten, oder? Ich habe jetzt natürlich nicht mehr auf das Feuerwerk geguckt hier von der Bullerei. Die haben noch 3 Stunden zu feiern. Von der Feuerwehrreihe meine ich natürlich. So, und hier brennt's. Und das ist dann auch schon wieder der einzige Brand. Ich hoffe, der meint 5 Brände gleichzeitig. Ein schönes Flugzeug. Ja, ich hoffe, der meint 5 Brände gleichzeitig, weil sonst sind wir da doch echt bestimmt wohl drüber. Und wieso hat das Abwasser ein Problem? Ich glaube, es hackt. Was hast du zu meckern? Veraltete Endrohre. Wenn Sie eine Kläranlage haben, sind Abwasserendrohre überflüssig. Sie können die Rohre stilllegen oder planieren. Sie sparen so Geld und vermeiden, dass die Umwelt unnötig verschmutzt wird. Ja, wunderbar. Da lagen wir ja schon richtig mit unserer Vermutung. Jetzt bloß hier genau noch das Dings finden. Zack, erstmal zumachen und dann können die auch planiert werden. Ja, mache ich. So und mache ich so. Sparen wir also nicht nur Geld, sondern verschonen auch die Umwelt. Das ist natürlich wunderbar. Und
Nein, hör mir bloß auf, die planieren wir nicht. Die Kohle kriegen wir gar nicht zurück. Hier können wir auf jeden Fall sehen, dass hier auf jeden Fall ein bisschen Kacke lag, oder? Boden wirkt ein bisschen dunkler, könnte aber auch sein, dass der einfach nur ein bisschen tiefer ist als der Rest. Naja, hier geht das Feuerwerk weiter. Hoch eben in der Luft. Und wir sehen mal, was jetzt hier wieder für Brände starten und gerade noch lodern. Lodern wie Kader. Da rückt schon eine Bullerei aus, wie es aussieht. Eine Feuerwehrei. Wieso sage ich mal Bullerei? Ich meine das ja auch gar nicht böse. Ich mag Bullen. Not all cops are bastards. Nur weil deine Mutter Bulle ist. So, jetzt mal... Oh, ach du Scheiße. Im Kaffeehaus wird ziemlich heiß Kaffee gebrüht, so wie es aussieht. Kaffee Flambé gibt es da jetzt neuerdings. Ich hoffe, die Feuerwehr tritt bald ein hier. Jawohl. Zack. Da wird der Durst gelöscht, wenn man so will, der Branddurst. So, was sagt denn die Nachfrage hier generell? Wir brauchen theoretisch Geschäfte, wir brauchen theoretisch mittleres Einkommensgebiet und aber auch geringes Einkommensgebiet. Geschäfte kann ich mich voll mit anfreunden. Da haben wir echt noch ein bisschen wenig. Deswegen kleiden wir hier diesen Strip einmal. Na komm, gehen wir mal ruhig hier so hin. Was steht denn da? Wieso kommen wir da nicht hin? Achso, jetzt. So. Dann haben wir erstmal wieder ein paar. Und die Industrie hat auch eine Nachfrage, so wie es aussieht. Oh, wir waren gerade gar nicht am Öl-Dings, ne? Ja, dann müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal gucken. Erstmal baue ich jetzt hier nochmal ein bisschen Industrie auf. So. Ach ja, da haben wir ja noch ein Gebiet, genau. Wunderbar. Zack, und da gibt es einmal ein paar Reihen Industrie, ein paar Felder. So, und jetzt gucken wir mal, was das Öl sagt. Lagerung 1300 Barrel pro Tag. Und das Handelsdepot hat gerade nichts zu melden, beziehungsweise nichts zu lagern und dementsprechend auch nichts zu handeln. Brandschutz in der Stadt. Lassen Sie an einem Tag 10 Brände löschen. Ja, ob das so eine super tolle Herausforderung ist, eine Belohnung, die wir uns verdient haben, glaube ich ja nicht, weil die Feuerwehr hat ja auch die Brände verursacht, ne? Oh, verlasst das Gebäude, Grund Brand. Und die Villa auch, nein. Was ist denn los mit euch? Muss ich das jetzt zumachen? Muss ich das jetzt abreißen? Ich glaube wohl, ne? Schade um die schöne Villa, aber da wird ja wohl was Neues hinkommen. Ich glaube, da muss ich doch jetzt abreißen. Ratatatata. Da wird schon wieder die neue Villa gebaut. Wunderbar. Sehr schön. So muss es sein. Ja, aber was macht das Öl, gute Freunde? Ist das überhaupt hier verzeichnet? Ach nee, da steht's doch schon. Rohöl 7113 Simoleons haben wir im November Jahr 1 bekommen. Das ist ja geil. Alles klar. Dann, gar kein Thema hier aufzuräumen mit dem Öl, würde ich sagen. Wir gehen hin und zahlen diesen Kredit eben wieder ab. Dann haben wir da weniger Ausgaben, was das angeht. Und, ja, da kann der Ölverkauf ja weitergehen. Wir können überlegen, hier noch ein bisschen auszubauen. Die Kapazität quasi zu erhöhen, beziehungsweise die Pumpleistung. Gucken, was das kostet. Kostet 10.000 und die können wir hier theoretisch dann reinbauen, noch 2-3 Stück, wenn wir den Weg fortsetzen. Können wir den Weg hier zwischen die... Ach, das geht nicht, oder was? So. Schade. Da müssen wir uns überlegen, hier einen herzubauen. Das machen wir schon mal. Und dann hier oben und dann aber auch hier. So, da wissen wir auf jeden Fall, wie weit wir gehen können. Und hier können wir dann auch nochmal was hinplatzieren vielleicht. Achso, hier kann man schon gar nicht mehr bauen, oder was? So nicht. Naja, so vielleicht und dann noch so vielleicht dahin oder so. Das sehen wir dann. Erstmal reicht das, glaube ich, mit dem Öl. Wir haben ja eh kein Geld. Doch, haben wir. Erstmal reicht das mit dem Öl, sagte er und baute direkt eine neue Ölpumpe. Tja, dann soll die auch mal ein bisschen liefern. Ach, guck mal, hier gibt es auch ein Rohöl unterm Gebäude. Vorrat für 141 Monate. Alter Schwede. Wir sind gerade im November Jahr 1 und vorausgesetzt, das Jahr fängt im Januar an, haben wir jetzt 12 Monate hinter uns. Das heißt, wir können auch irgendwie, keine Ahnung, 12 Jahre hier rumölen. Zumindest mit diesem Setup hier. Aber das sehen wir dann. Mal gucken, was das Handelsdepot sagt. Können wir jetzt schon was mehr Öl verticken? Ja, okay, hat er noch nicht aktualisiert wahrscheinlich. Aber ich denke mal, je mehr Öl wir liefern, desto mehr können wir auch verticken, oder?
Und wo der doch gerade gesagt hat, hier, Import-Export-Preise, beides dieselben. Ach so, es sind 7.100 Simoleons für 1.000 Liter Rohöl oder 1.000 Barrel von mir aus. Jetzt macht das Ganze auch Sinn. Das heißt, je mehr wir fördern, desto mehr kriegen wir auf jeden Fall. Das wird sich also noch bemerkbar machen. So, was sagen die öffentlichen Transportmittel? Verkehrsstockung auf der Autobahn. Es gibt Verkehrsstockung in Ihrer Stadt. Bauen Sie ein Shuttlebus-Depot und einige Bushaltestellen. Okay, wo haben wir denn Verkehrsprobleme? Oha! Haua, haua, ha! Ja, die wollen natürlich alle aus dem Wohngebiet hier über die kleine Pissstraße dahin. Das heißt, wir müssen hier die Autobahn eigentlich fortsetzen und hier nochmal so einen Anschluss bauen. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und wir haben keine Kohle. Nehmen wir den Kredit wieder zurück auf. Komm, das machen wir. Verschaffen wir uns mal eben liquide Mittel hier. 25.000 dürfte wohl reichen. Sorgen Sie dafür, dass weniger als 5... Yes! Yes! Da haben wir die 50.000 gekriegt. Ja geil, dann haben wir den Kredit jetzt gar nicht aufgenommen, irgendwie, aus irgendeinem Grund, glücklicherweise aber auch. Das heißt, wir können direkt hier die Autobahn so in diese Richtung weiterführen. Ja, die sollte ruhig einmal durchlaufen, ist gar nicht so schlecht. Ich hätte hier am liebsten noch eine Anlagestelle, aber das geht ja leider gar nicht, ne? Das ging ja nur in SimCity 4. Möchten Sie mehr zum Straßenupgrade erfahren? Nein, danke, das wissen wir doch bestimmt. Verlassenes Gebäude, Grundbrand, müssen wir das auch zumachen? Komm, sicherheitshalber, zack. Zack. Hier ist auch noch eins. Zack. Hat die Feuerwehr doch ganz schön Party gemacht, ey. Die hat richtig Abriss gefeiert hier. So, aber ich wollte ja erstmal hingehen und hier noch eine Connection zur dicken Straße machen. Nee, nicht diese, sondern diese nehmen wir natürlich. So. In der Hoffnung, dass sich dann da oben der Verkehrsstau ein bisschen löst und die Leute halt einfach hier links die Autobahn noch ein bisschen mitnehmen. Weil die Hauptstraße ist ja keine Autobahn. Ich weiß. Hauptstraße mit hoher Dichte, Straßenbahn, Hauptstraße mit hoher Dichte. Und Autobahn können wir doch dann in der Regionsansicht bauen? Wo war das denn nochmal? Ja, weiß ich jetzt gar nicht, wo wir Autobahnen bauen können oder ob wir überhaupt Autobahnen bauen können. Hier war es doch auch nicht. Nee, Spezialisierung. Naja, ist auch erstmal Latte. Wir haben, glaube ich, das Verkehrsproblem erstmal wieder im Griff, weil hier auf jeden Fall Leute herfahren. Hier ist auch alles grün und cool. Ja, wunderbar. Haben natürlich jetzt schon einen Großteil unseres Gewinns von 50.000 wieder verprasst, aber ist ja auch gar nicht schlimm. Es muss ja investiert werden. Es muss ja weitergehen. Nochmal eben nach dem... Ach nee, nochmal eben gucken, ob wir wieder Öl verkauft haben. 7.113, immer noch November, Jahr 1. Ja, da müssen wir dann monatlich abwarten, irgendwie. Was haben wir denn jetzt gerade? Immer noch November. Ja, wird ja dann irgendwann umspringen. Ich weiß gar nicht, gibt es hier Winter? Gibt es hier Schnee? Gibt es hier Jahreszeiten und so? Ich glaube nicht, ne? Nur auf dem Papier. Naja, wir sind ja dann soweit versorgt. Die Stadt kann eigentlich weiter wachsen. Guck mal, wir sind bei 14.572 Einwohner. Alter Schwede. Und haben uns schon zu einer Metropole hochgemausert. Ja, das halte ich aber für ein bisschen mau. Weil in Deutschland eine Kleinstadt oder was, unter 40.000 Einwohner. Oder ab 40.000 eine Stadt oder so, habe ich mal gehört. Und dann ab einer gewissen Zahl dann noch irgendwie eine Großstadt. Und eine Metropole, es gibt ja dann auch eine Großstadtmetropole. Da musst du doch schon Millionen für haben, oder? Naja, gut, gehen wir uns mal mit zufrieden. Können wir uns auf die eigenen Eier klopfen. Schulter meine ich natürlich. Hier brennt's oder was? Ist es hier so heiß oder denke ich das nur? Ja, ich weiß nicht. Leuchtet auch ziemlich bei dir in der Butze. Ich glaube, du hast deine Lampe an. Naja, hoffentlich kommt die Feuerwehr. Was sagt er gerade zu essen? Da sagt er was. Ach nee, diese Anlage befindet sich noch im Bau. Ja, ist ja so toll. Wieso sagt er mir das? Bau doch fertig. Was ist denn da los? Die Tackeria. Na, ich weiß es nicht. Vielleicht kann man da ja auch Tacker kaufen. was geschieht denn nun? Geschieht denn nun? Boah, wir sind echt schon riesig, ey. Ich wundere mich da immer wieder drüber. Gerade jetzt nachts, wo die Lichter an sind. Richtig korrekt. Aber es reicht trotzdem nicht. Die Nachfrage steigt stetig und stetig. Wir brauchen immer noch Wohngebiete. Oh, mittlerer Klasse auf jeden Fall. Was sagen denn diese ominösen Grundstückspreise? Ja, wo sind sie denn?
Ach, ich finde den richtigen Knopf nicht, das gibt's doch gar nicht. Waren die nicht hier? Gebäudedichte, Grundstückspreiskarte. Ach ja, sicher, da sind ja die Flecken. Da sehen wir sie auch, alles klar. Und da sehen wir auch, hier ist alles immer noch günstig. Und wir müssten hier ein bisschen ausweiten, um da noch zweite Klasse reinzuprügeln. Womit ist natürlich dann jetzt die gute Frage? Mit Schule, mit Bildung, mit Bushaltestellen? Generell mit Bushaltestellen? Ne, die brauchen wir erstmal nicht. Verkehrsproblem dürfte jetzt auch wieder gelöst sein. Ach, hier ist die Bildung, ja klar. Hier ist aber eigentlich auch genug Bushaltestelle. Pass auf, da müssen wir doch wieder Parks setzen hier. Da gehen wir hin. Und natürlich Parks zweiter Klasse. Und natürlich auch Baumreihen, für die wir uns hier eigentlich ja perfekt Platz gelassen haben. Muss man uns ja mal lassen hier, ne? Da ist schön, in der Mitte ist hier Platz. Zack, kann man eine Baumreihe hinsetzen. Und hier eigentlich... Das gibt's doch nicht. Jetzt kann man hier an den Rand keine Baumreihe hinsetzen, weil da keine Straße ist, oder was? Nämlich veräppeln? Ich glaube, die wollen mich veräppeln. Machen wir doch mal eben die Karte wieder raus hier. Und jetzt haben wir hier zwei Baumreihen gesetzt, aber ist ja auch nicht so schlimm. Dafür haben wir jetzt ein bisschen mehr Leute, die bereit sind, ein größeres Grundstück zu bauen oder mehr zu verdienen. Ja? Und Bock haben, hier zu wohnen, weil sie mehr zu verdienen, oder weil sie mehr verdienen, weil hier einfach mal zwei Baumreihen stehen. Beinraumen stehen hier, meine Fresse. Ich habe heute echt Wortkotze, Leute, den ganzen Tag. Ich kann euch das sagen. Was ist denn hier? Die Benzinpreise? Huch. Huch, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Da ist der Knopf. Die Benzinpreise schießen nach oben. Bauen Sie eine Ölraffinerie, damit wir selbst Benzin herstellen können. Ist auch gar nicht so eine blöde Idee. Wäre da nicht die Luftverschmutzung? Ölzentrale, Ölraffinerie können wir eh noch nicht bauen. Was hat der denn? Wir brauchen eine Zentrale und wir brauchen Rohölabteilung der Rohölzentrale in der Region aktiv. Was ist das denn? Ah ne, Raffinerieabteilung. Achso. Naja, ist erstmal Latte. Wir machen ein bisschen Verdienst hier durch unsere Ölverkäufe. Allerdings im Dezember noch nichts hier, weil der November immer noch nicht vorbei ist, wa? Ne, doch, da ist er schon vorbei. Was sagt denn unser Lager nicht, dass sich das füllt nach und nach? Ne, alles noch cool. Hier füllt sich so langsam was. So, wahrscheinlich wird bei 1000 immer abgeliefert oder so, das müssen wir dann sehen. Beziehungsweise ist ja auch ganz egal. Wir produzieren auf jeden Fall Öl und das ist gut und mit seinen Benzinpreisen braucht er mir eigentlich nicht kommen. Weil ich möchte keine Ölraffinerie aufstellen, die verschmutzt die Luft ungemein und stößt auch bei den Bewohnern bestimmt sauer auf, kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte auch keine Ölraffe in meiner Stadt haben. Was sagt er denn hier? Will er wieder eine Party schmeißen? Ich wollte eher seinen Monster Truck Rally. Ach so, nee, du schon wieder. Nee, komm, danke. Nee, Monster Trucks lassen wir erst nochmal. Das ist alles noch zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Und ist auch ein bisschen überflüssig. Das können wir uns überlegen, wenn wir wirklich aktiv Touristen anlocken wollen mit solchen Sachen, dann auch in die Spielcasino-Branche einzusteigen. Andererseits würde mich ja doch schon ganz gerne interessieren, was man aus unserem Öl alles so machen kann. Wir haben ja doch schon einen großen Vorrat. Hier kommt die Rohölzentrale. Dafür müssen wir aber an einem Tag 9600 Barrel Rohöl abgebaut haben. Bisher haben wir 450 abgebaut. Sie haben Rohöl im Blut? Dann ist Ihre Stadt bereit für die Rohölzentrale. Verkaufen Sie das Öl per Handelsdepot auf dem Weltmarkt, um die Rohöl-Upgrades zu nutzen zu können. Hierzu gehören auch Raffinerien, in denen Sie Treibstoff und Plastik herstellen können. Und Treibstoff ist dann auch das Stichwort für diesen Kollegen hier hinten. 1800 Barrel am Tag. Das ist natürlich nicht genug. Zumindest nicht für die Rohölzentrale. Da müssen wir ja richtig aufrösten noch hier, was die Pumpen angeht, oder? Sollen wir das mal machen? Achso, nee, da ist eine zweite Raffe. Wir gehen natürlich hier drin. Hier rein in den erweiterten Baumodus. So, und dann machen wir das so. Passt hier wohl noch eine zweite hin? Ich teste das mal eben. Der Weg ist ja jetzt nicht ganz so teuer. So, gerade eben, dass wir da nicht drankommen. So vielleicht. Ne, da passt nur eine hin, ne? Ja. Ich betreibe jetzt auch mal völlig. Zack, drei einfach mal platziert. Und fast die Kohle auch schon wieder aufgebraucht. Aber dafür dürften wir jetzt deutlich mehr liefern. Oha! Und die Lieferzeit ist natürlich auch deutlich gesunken. Wo wir mit drei Pumpen nur noch, oder 141 Monate fördern konnten, können wir jetzt nur noch 54 Monate fördern. Ist aber auch nicht so tragisch.
Weil wir weiten das Gebiet hier noch aus und wir schlachten das dann so richtig leer hier. Und dann können wir das Ganze auch wieder abreißen. Ist auch dann nicht so schlimm. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Und was ist mit der Umwelt? Was ist mit der Luftverschmutzung? Was ist mit der Bodenverschmutzung? Sag mal, denkst du noch nach? Wo sollen denn unsere Kinder irgendwann spielen? Im Öl oder was? Naja, eigentlich machen wir eigentlich auch nur ein gutes Werk, ja. Wir sorgen dafür, dass das Öl, das dreckige Öl aus der Erde gefördert wird und somit für immer verbrannt und verschmutzt verbraucht durch den Menschen wird. Von daher sind wir echt ein Wohltäter hier, gerade mit der Ölaktion. Da könnt ihr auch gar nicht widersprechen. Das ist komplett logisch, diese Argumentation. Bis morgen. Tschüss.